Wir wollten es einmal genauer wissen und besuchten mit Fotoapparat und Videokamera ein Schwarzwildübungsgatter für die Einarbeitung von Jagdhunden in Sachsen-Anhalt. Mehrere deutsche Wachtelhunde sollten dort, teilweise das erste Mal, mit den borstigen Gesellen in Kontakt kommen. Einige der jungen Hunde überzeugten schnell durch bereits sehr gute Arbeit. Auch wenn vor allem die beiden stattlichen Keiler Guido und Klaus eher dickfälliger wirkten, zeigten sie jedoch dem Hund, wenn nötig, ganz klar, wo der Weg lang geht. Da war ein anschließendes Bad in der Sau- und Wasserwanne eine willkommene Abkühlung. Während sich die Hunde am Rand des Gatters im Schatten von der spannenden Begegnung erholten, konnte der stellvertretende Gattermeister Albrecht Hellwig die Sauen, wie diese beiden Überläuferbachen, zwischen den einzelnen Arbeitseinheiten sogar füttern. Stress sieht also ganz anders aus. Wenn es ums Futter geht, verstanden aber auch diese beiden keinen Spaß. Während es meist darum geht, Jagdhunden im Saugatter für ihren späteren Einsatz im Revier einen gewissen Respekt vor den Schwarzkitteln zu vermitteln, kann es allerdings auch dazu dienen, etwas zögerlichen Hunden eine gewisse Angst zu nehmen. Diese junge Wachtelhündin zeigte nach anfänglichem mehr oder weniger Desinteresse in binnen kürzester Zeit bei der Jagd hinter den Sauen sehr gute Fortschritte. Natürlich immer mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand. Ein recht knapper Sicherheitsabstand hätte später jedoch fast den Kameramann bei dieser Szene zu Boden gebracht. Für die Vierbeiner und Hundeführer ein sehr lehrreicher Tag, bei dem Filmer und Gefilmte heile wieder nach Hause kamen.